Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls. So, wir müssen mit dem Gewaltigen reden. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge probiert. Ich habe ihn aber nicht gefunden. Wir werden jetzt nochmal da hochschauen, weil ich glaube, da am Rand waren schon so kleine Viecherchen gesessen. Aber ob das die Gewaltigen sind, also gewaltig hört sich für mich groß an. Und groß ist für mich die Statue hier. Aber wir können mit der Statue nicht reden oder nicht interagieren. Deswegen, wir schauen jetzt nochmal hoch. Warte mal, ich muss hier lang. Ich bin ein paar Mal falsch gelaufen. Ich mach schon mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Genau. Dann schauen wir doch mal. Schauen wir mal zu den kleinen Mannequin da hoch. Genau, wir sollen hier reingehen. Genau, und mit der Statue können wir aber nichts machen. Jetzt schauen wir mal hier an der Seite. Da ist schon einer, der sich bewegt und der anders schaut. Reden. Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Okay. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. In grauer Vorzeit war die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen. Einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms, einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten, einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks und den letzten den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert. Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Durch die Kraft des Gewaltigen wurden dir 4 versiegelten Keilsteine freigegeben. Okay. Wurden die 4 versiegelten Keilsteine freigegeben. Okay, das heißt, es sind ja 5 Keilsteine unten.
die wir machen können. Einen haben wir ja schon, also im einen waren wir ja schon drin. Jetzt seid ihr dran. Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen und für alle Ewigkeit einsperren. Wenn nicht, wird der dichte Nebel alles Bekannte verschlingen. Seid ihr stark genug, diese Bürde zu tragen? Ja, klar. Ja, wir haben großes Glück, euch zu haben. Oh, das weiß ich noch nicht. Jetzt zieht los und vernichtet jeden einzelnen Dämonen. Das Uralte wird ohne Dämonen, die ihn mit Seelen nähren, einen neuen Diener suchen und euch zu sich locken. Okay. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir jetzt schon skillen können. Wir haben ja einige Seelen, 4000. Ist zwar nicht viel, ich werde sowieso ab und zu noch ein paar Runs durch die Level machen, einfach um Seelen zu farmen. Dass wir hier schneller hochkommen. Und ich weiß auch gar nicht, was ich skillen soll. Ich bin eigentlich Magier, aber ich wollte eigentlich gern ein bisschen mehr auf Nahkampf machen. Dass ich halt, wenn ich mal in die Bredouille komme, dass ich da halt mich auch mit dem Schwert ein bisschen zur Wehr setzen kann. Und schauen wir mal, was wir skillen können. Was die Attribute bedeuten. So, jetzt reden wir mal hier mit der First Lady. Tapfere Seele, die vor dem Tod nicht zurückschreckt. Bitte, versetzt das Uralte wieder in ewigen Schlaf. Was Augensteine verbinden für kurze Zeit getrennte werden, verlierst du deine physische Form, erinnerst du dich an den Augenstein. Was? Schwarze Junge manipuliert Seelen mit übermenschlichen Können. Diese Macht erlaubt ihr, jene zu helfen, die Dämonen töten. Okay. Ja, bitte? Begehrt ihr die Macht der Seelen? Ja. Seelenkraft erlangen. Natürlich. Schließlich benötigt ihr auch Stärke. Wohlan, berührt den Dämon in mir. Macht diese herrenlosen Seelen euer eigen. Seelenkraft erlangen. Ah, jetzt. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. Seele der Verlorenen. Aus okay. Widerlichkeit ist klar. Intelligenz erhöht die Max. MP, okay. Kondition erhöht die Ausdauer, Ausrüstungslast und einige Resistenzen. Das könnten wir mal machen. Vielleicht hier mal zwei rein. Hier mal noch was rein. Und Magie steigert die Zauberkraft. Wille steigert die Wunderkraft. Wunderkraft und Magie, Verteidigung. Glück erhöht die Chance, Gegenstände zu finden, etwas Resistenz. Machen wir hier noch was rein. So würde ich sagen, ist es gut. Wie bestätigen einmal bitte. Okay, Seelenstufe 7. Seid ihr fertig? Yep. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben ja hier andere Ausrüstung. Ich kann jetzt immer noch nicht nehmen. Kann es immer noch nicht nehmen. Warum? Warte mal. Ach so, das geht hier auch um die Weltresistenzen, oder wie? Sollen wir mal schauen? Ihr strebt dann durch.
Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrer Ausrüstungslast. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Okay, da muss ich noch ein bisschen umschauen dann. Wartet, wo seid ihr? Hallo. Ich passe gut auf eure Sachen auf, keine Sorge. Lager verwalten. Okay, hier kann ich bloß Lager machen. Gegenstandslast. Wettstein, keine Ahnung, was das ist. Weißaugenstein. Ach, kann ich ins Lager verschoben werden? Altes Gewürz. Kann nicht, okay. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht wegnehmen. Ach, Körperform B, okay. Ausrüstungslast. Danke. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen leveln. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentöter. Ich bin hier für euch, euch ganz allein. Okay, wir werden nochmal. Wo sind wir denn hier? Pfad des Herrschers. Wir gehen mal hier hin. Genau, hier war der Bossraum. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ah, Alter. Ach, wir sind menschlich. Aha, okay. Alter. Oh, die haben ganz schön rein. Halbmondgras. Kommen wir da hinten hin?
Hallo. Seht mich an. Erneut von den Schrecken eingekesselt. Würdet ihr mir noch ein letztes Mal helfen? Beseitigt die Soldaten in dieser Passage, ich bitte euch. Der Pfad des Herrschers, gleich dort drüben, ist nun das Jagdgebiet der Drache. Gebt ja gut Acht. Okay. Das neue Jagdgebiet des Drachen. Oh, ein Schild. Warte mal schauen. Ausprobieren vielleicht. Linke Hand. Aspis. Ah, oh, schon wieder zu schwer. Okay. 8,0, okay. Den haben wir Gott sei Dank genug von den Gräsern, aber da müssen wir trotzdem gut verwalten. Alter! Die Dinger müssen wir später holen. Geht es hier auch nochmal lang oder nicht? Alter Schwede! Treffen wir den?
glaube, den könnten wir vielleicht erledigen sogar. Jetzt muss ich den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ja. Den erwischen wir sogar. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ja, aber zu spät. Ja, den erwischen wir. Ja, ist zu spät. Ich sehe halt dann immer nicht, wie viel wir den gerade abgezogen haben. Ja, das geht aber. Den könnte man vielleicht erledigen. Da vielleicht ein bisschen, Leute. Ich glaube, das ist zwar eine creepy Taktik, aber... Gucken, wenn wir den anvisieren könnten. Aber ich muss den richtigen Moment erwarten. Ist gar nicht so einfach. Das ist blöd hier. Ja, das wird nichts, weil ich hier zu wenig Energie dafür habe. Schauen wir mal, wie er jetzt noch hätte.
Ja, das dauert zu lange. Müssen wir anders mal machen, das ist jetzt saublöd. Schauen wir, wo es hier lang geht. Ah, das ist wieder ein Händler. Ah, da seid ihr wieder. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Schauen wir mal, was er hat. Alles nicht verwendbar für mich. Schwere Zeiten, ne? Aber wir reden nochmal mit ihm. Nun gut, was soll es sein? Ob stolzer Ritter oder armer Bauer, die Dämonen stahlen ihre Seelen, egal welchen Standes sie waren, und stürzten sie alle in den Wahnsinn. Und jene, die ihre Menschlichkeit verteidigten, wurden gejagt. Dies ist das Ende von Boletaria, wie wir es kennen. Was soll's? Wenigstens schicken die Dämonen uns nicht in tödliche Schlachten. Das große Echsendings? Der König hat es zu uns geführt, gemeinsam mit den verfluchten Dämonen. Dieses Monster hinterlässt eine Spur verbrannter Kadaver. Ist natürlich sehr gut fürs Geschäft. Aber solange ihr kein Plünderer seid wie ich, haltet euch lieber fern. Dies ist das Ende vom Boletaria. Okay, das hat er schon erzählt. Alter! Gestorben. Ah. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch einen Cut. Ich werde schauen, dass ich meine Seelen zurückhole irgendwie und dann auch ein bisschen Farm geht, dass ein bisschen stärker wäre. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Alles gern gesehen. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.